Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Black. Wir streifen durch Hogwarts Legacy als Professor Black. Wir haben einen Professor, hätten Sie einen Moment? Professor, getrunken. Ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Ich dachte, jetzt hätte er uns gedacht, ich kann ja genau tun, gleich Professor aus. Professor Sharp, viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut. Ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler... Hallo! Ich meine, aus dem Weg, Kinder. Hat jemand meinen Handspiegel mit Elfenbeingriff gesehen? Ich dachte, ich hätte den Schulleiter gehört. Oh Mann. Echt witzig. Oh, ist ja voll Weihnachtsdeko. Gibt's ja doch Feste. Sehr gut. Fast täglich frage ich mich, warum ich die ernenne. Der Schulleiter? Hier? Was will er bloß? Im Augenblick habe ich keine Zeit für Sie. Rein gar keine Zeit. Mr. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler. Vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt das eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Mit Professor Black stimmt etwas ganz und gar. Professor, auf ein Wort. Zu witzig. Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa. Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat Ihnen Vernunft eingebläut. Und Ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund. So ein Unsinn, die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Ich... manchmal sind Sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Gute Idee. Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig. Wo ist mein Elf? Ich... Pergament? Gut, das werde ich. Mit Vergnügen. Und ich habe Scrope in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Hm, warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Oh, ist so gut. Womit haben wir ihn als Schulleiter verdient? Wir haben jetzt schon die zweite gute Quest. Die Zukunft gehört Ihnen. Neulich hat Pieps mit... Schulleiter, ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Ja, Miss Brew, ich muss einfach, auf ich kann nicht anders. Oh, Professor, das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die ZAGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom. Und Sie werden so unsichtbar wie dieser neue Fünftklässler. Er ist nicht unsichtbar, Sir. Hab ihn bei der Bibliothek gesehen. Hat mir sogar mit meinen... schweren Büchern geholfen. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Mit dem Schulleiter scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ich bewege mich total unauffällig. Ich gehe in meine Rolle Kauen auf. Mit offenem Mund? Wo sind Ihre Manieren? Professor, oh, Scheiße. Ich muss Sie wirklich sprechen. Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley. Wie, schön, Sie zu sehen.
Sir? Da Sie schon mal da sind, könnten wir uns über Professor Fig unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Ich würde gerne das Erste sagen, aber ich habe das Gefühl, Professor Black würde das Zweite sagen. Das ist mir klar. Und ich möchte, dass es dabei bleibt. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte. Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, 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 das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Das hätte er wohl nicht sagen. Aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Ganz wunderbare Arbeit. Spielraum für Professor Fig? Das sollte Professor Fig ehrlich Zeit verschaffen. Scope arbeitet so hart wie jeder andere Hauself. Achtung, Schüler! Hiermit verfüge ich, dass die große Halle fortan mit den eleganten Bannern von Ravenclaw geschmückt wird. Ich beantworte derzeit keine Fragen. Oder überhaupt jemals. Ist ja cool. Scrow! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Aber der Meister ließ Grope schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrope bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja, natürlich. Der Meister erinnert sich doch sicher? Es lautet stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scropes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut, toujours pur. Ha, danke. Und sprich nie mit mir oder sonst wem über diese Unterredung. Natürlich, Sir. Scrope wird sich bemühen, dem Meister aus dem Weg zu gehen. So gut. Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Warum sind die Quests denn sonst nicht so gut? So traurig. Oh. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Fig hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Aber bald immer noch die Sachen. Mit dem Passwort zum Wasserspeier. Oh. Wir sollten mit den Freunden von Mr. Bickle sprechen. Ich glaube, ich kann mich von zu Hause davonschleichen. Wir treffen uns in der Nähe von Hogsmeade und überlegen uns einen Plan. Die Quest hat mir wirklich gut gefallen. Gott sei Dank mal. So, dann machen wir aber erst
Nattis Nebenaufgabe, weil sonst ist wieder der nächste. Hauptabschnitt fertig. Dritte Prüfung und so. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, du hast einen Plan. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Sie geht ins Wirtshaus, schon und verstanden. Da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Nun gut, ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Ah ja, das werden wir schön kriegen. Schauen wir mal, dann sprechen wir mit denen allen mal, ne? Ich kannte mal ein Mädchen. Ich kannte mal ein Mädchen, ist ein guter Spruch. Mrs. Rape sollte in der Nähe sein. Oh, Isko, was habe ich getan? Mrs. Rape, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Bickles befreundet und versuche Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isko. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isko zahlt den Preis dafür. Vielen Dank, Mrs. Rape. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich, wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rape. Also gut, hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Mrs. Rape, wir hoffen, dass Sie sich noch einmal über uns... Das ist ein gutes Beweisstück. Das hat er gerade eh erzählt. Danke. Nun zu Mr. Bickles anderen zwei Freunden. So, hier einmal raus und einmal da hoch. Agabus Filbert. Otto Dibble arbeitet bei Besenknecht. Da muss ich hin. Ich hoffe, er hat es nicht. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Wie, Voldemort? Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich, dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt.
Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Wo war ich? Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. Der Gab ist Fulbert. Agabus Filbert muss hier irgendwo sein. Da ist er doch eh. Guten Tag. Verzeihung, Mr. Filbert. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihren Umgang mit Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Wenn Sie gegen ihn ausgesagt hätten, wie Mr. Bickle es wollte, wäre Harlow vielleicht schon weggesperrt. Vielleicht. Aber vielleicht wäre mir dann etwas Ähnliches widerfahren. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau und Alcibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertalerbande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, bin es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Mach ich. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden. Hallo, Homura. Aber das ist dir bekannt. Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Natty finden. Revelio. Nochmal busy money. Das ist mein Dank, wisst ihr? Dann raube ich den Mann nämlich auch noch. Wollen wir einmal die Stasi-Runde wieder zur Natty laufen. Wie es hier jetzt stehen wird, eher Natty. Aber was? Natsai Unai heißt sie. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum man das so schreibt. Ich hätte es mit einem T und I geschrieben. Aber. Natty ist sonst nie zu spät. Sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Los! Komm schon, Wolkenschwinge! Darf ich hier wieder absteigen?
Aua. Sorry. Mei. Kann der da nicht hoch, oder was? Ist das denn wieder Nati hier? Nati muss hier irgendwo sein. Natis Zauberstab. Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Also steckt sie in Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, wo sie ist. Neugierige Revelio. Kleine Kinder kriegen, was sie verdienen. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Das Schwinderinnenversteck. Die Fußabdrücke führen in diesen Raum. Es muss noch einen Weg gehen. Akio! Eine Geheimtür. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Ich sollte unentdeckt bleiben. Das wird nicht klappen. Das Mädchen. Revelio. Bring das einfach um. Nur jemand von Hogwarts wäre arrogant genug, alleine herzukommen. Man fragt sich, ob das Leben tatsächlich vom Schicksal vorgegeben ist. Ich sollte der hübschen Verteidigung total. Nächstes Mal vielleicht. Befindung. Also was muss da unten machen? Entwaffne einen. Du. Oh. Ja. Du. Zurückzuschlagen. Ich gucke zu, wie das Mädchen zwei Nauten. Stufe! Stufe! Jetzt ist es persönlich. Angst, dich mir zu stellen. Ich wusste, dass du noch da bist. Revelio. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein, ne? Frauen wird so schwindelig, wenn ich da bin. Das war mir Erunsche, ist die Zeit nicht wert. Keine Beute kann so viele Spinnen wert sein. Hier hätte man durchschleichen können. Aber wir wollen erstmal die ganzen... Gott, mein lieber Otto. Ah ja. Rosis Liebesbrief an Otto Dibble. Er wollte, dass ich ihn vernichte, wenn ich ihn finde. Was war das für ein Geräusch? Ja, dann wollen wir nämlich sowieso. Das Buch mit Gedichten, das Albus Filbert gestohlen wurde. Er wird sich sicher darüber freuen. So. Und hier liegt auch viel Geld rum. Also ich weiß nicht wirklich, ob das viel ist, aber wir haben zumindest die optionalen Sachen gemacht. Ja, schön, dann hoch da. Perfekt, ein bewegliches Levioso. Was
tust du da? Bombarda! Akir! Levioso! Levioso! Expulso! Stufo! Lass mich los! Was hältst du denn von Elektrizität? Defindo! Expulso! Insecto! Expulso! Confringo! Das ist schon besser! Expulso! Revelio! Na, wir müssen irgendwie noch mehr Duellleistungen abschließen. Ach, schaut mal, hier hätten wir durchgehen können. Deswegen lagen die Gitter da. Hab ich schon überlegt. Nicht ganz kapiert. Aber okay. Jetzt wissen wir ja, muss hier irgendwo sein. Du hast uns gefunden. Ich wusste, du verstehst die Sache mit dem Zauberstab. Sprich mit Mr. Rabe. Er sagt dir was. Ich brauche Hilfe. Mr. Rabe. Daisy sagte, sie wurden entführt. Aus. Sie kennen meine Frau. Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Natti kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Nehmen Sie meinen. Wir suchen Ihren, sobald Sie frei sind. Ich brauche meinen Zauberstab. Einer, zu dem ich keine Bindung habe, könnte schlechter oder langsamer sein. Und wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, wo er sein könnte? Er ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Verstanden. Ich finde ihn. Ihre Freundin Natti konnte mich gar nicht beschwören. Er muss blockiert sein. Mr. Rapes Stab könnte da drin sein. Alohomora. Aha. Eine unsichtbare Kiste, also. Mein Zauberstab. Mr. Rapes Zauberstab. Er wird erleichtert sein. Mr. Rape, ich habe Ihren Zauberstab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Gott sei Dank bin ich zurückgegangen. Eine eiserne Jungfer. Danke, Mr. Esco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Geh schon vor. Finde Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Locker rückwärts, Alter. Naja, gut, dass ich schon alles erledigt habe hier, hm? Müssen wir nämlich gar nicht mehr so kampfbereit sein. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow. Hoffentlich. Aber mit Officer Singer sprechen wir erst im nächsten Part von Let's Play Hogwarts Legacy. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.